Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten Plötzlich Wissen Stream. Hi. Was geht los? Yeah, wir sind online mit den beiden wundervollen. Jetzt habe ich das Wort ergriffen. Entschuldigt bitte. Ja, du bist ja der erfahrene André, deswegen hast du, glaube ich, gerade einfach nur gemacht. Mach das. Ja, okay. Herzlich willkommen zum Plötzlich Wissen Stream. Und ich bin hier zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Inga Marie Ramke und Julia Schnetzer. Hallo. Ja, und ich bin André Lampe und zusammen sind wir Plötzlich Wissen, das Guerilla-Wiscom-Projekt zu Ozean und Meeren. Genau, ja. Und wir sind jetzt eben auch mal auf Twitch unterwegs, weil wir fangen jetzt auch mal Streamen an. Wegen Corona und so, ne? Ein halbes Jahr später als alle anderen. Ja. Ja, irgendwie funktioniert es jetzt gerade nicht mit in eine Kneipe gehen, weil normalerweise gehen wir in Kneipen, laufen durch Innenstädte und sagen, ey, hast du mal kurz Bock auf ein Experiment oder sowas. Oder die Handpuppe quatscht Leute an, die Inga neben sich liegen hat. Stimmt, das wäre Teilnehmer 4. Das ist der hier. Der ist noch nicht so ganz fit, aber normalerweise, wenn irgendwo Bier und Seegras rumstehen würde, ist jetzt beides leider in der Wohnung nicht vorhanden, aber der wäre sonst sehr aktiv und würde allen direkt ins Gesicht springen. Das ist aber sehr uncool momentan. Deswegen schaut er sich das Ding jetzt erstmal ein bisschen an, was wir hier machen. Ja. Ja, sollen wir mal kurz überhaupt vorstellen, was Plötzlich Wissen eigentlich ist. Ja. Vielleicht ist eine gute Idee. Ob alle Zuschauer uns kennen. Vielleicht sind ja auch ein paar Leute dabei, die gar nicht wissen, was wir eigentlich machen. Ja. Ja, hau rein. Soll ich mal kurz erzählen? Also, ja. Vielleicht mal so kurz ein bisschen Background zu uns dreien, woher wir uns eigentlich kennen. Und zwar, oh Gott, ist das jetzt auch mittlerweile, glaube ich, 5 Jahre her oder so. Seitdem kennen wir uns. Und zwar, die kennen uns von Science Slams. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was ein Science Slam ist, aber wahrscheinlich habt ihr schon mal von einem Poetry Slam gehört. Und es ist halt so ähnlich, aber cooler, weil es ohne Poetry und dafür Science. Definitiv cooler. Ja, und zwar ist es so, dass da junge oder auch gern alte Wissenschaftler auf die Bühne gehen und ihre eigene Forschung vorstellen. Und dafür haben sie 10 Minuten Zeit. Und genau, und wir sollen das natürlich irgendwie so machen, dass auch das Publikum, also auch Laien, das versteht und dass es natürlich auch unterhaltsam ist, weil es ist natürlich auch, soll ja auch ein lustiger Abend werden und ein angenehmer Abend für die Leute. Und genau, und das haben wir alle drei gemacht oder machen es auch immer noch teilweise, wenn das geht. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt, weil wir alle mal schön zusammen geslammt haben. Und das ist so unser geschichtlicher Background. Und dann kam es so, dass mir das so ging, also wir hatten ja schon mal kurz gesagt, ich bin Meeresbiologin, also marine Mikrobiologin genau gesagt. Das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Bakterien oder Viren oder anderen Mikroorganismen, also ganz kleinen Plankton und sowas in der Art. Naja, auf jeden Fall ist mir so gegangen, dass wenn ich abends unterwegs war, dass es öfter mal passiert ist, wenn ich mit irgendwelchen fremden Leuten gequatscht habe und dann irgendwie erzählt habe, was ich so mache, dass die Leute das total faszinierend und interessant fanden. Und selbst wenn sie total besoffen waren, hatten die irgendwie noch Bock, über Bakterien im Meer zu reden. Und das fand ich witzig und das fand ich auch interessant, dass wirklich ja Leute halt Interesse an sowas haben. Und ja, und dann stand ich halt irgendwie eines Tages unter der Dusche und da kam mir die Idee zu Plötzlich Wissen. Also genau dieses Interesse der Leute auch abends in Kneipen zu nutzen, um mit ihnen über Wissenschaft zu reden. Und genau, da habe ich André angerufen und dann haben wir eben das Konzept Plötzlich Wissen entwickelt. Und ich weiß nicht, wollt ihr mal erzählen, was wir da so treiben? Ja, also Irgendwann habt ihr mich ja auch noch angerufen. Das war ein großes Glück. Denn so konnten wir fortan zu dritt was Tolles machen und wir sind, haben 2017 gestartet mit dem Projekt und haben das immer, also erstmal in der Theorie entwickelt und sind dann als allererstes in Kneipen gegangen in Heilbronn war das, ne? Da waren Jules und André eingeladen auf ein Science Slam. Ich bin dann ein bisschen später dazugekommen. Die haben also da schon mal die Stadt sozusagen auf uns vorbereitet
Und ja, das war ganz witzig, weil haben wir da nicht auch Leute getroffen, die euch schon kannten? Ja, Also ja, 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 ja. Hildesheim ist ein bisschen klein. Ja, genau. Die örtlichen Stars waren noch da. Und wir haben dann draußen an einem wunderbaren Sommertag ausprobiert, wie es ist, wenn man mit einer Handpuppe und ausgestattet mit möglichen Experimenten durch die Gegend zieht und an lauen Sommerabenden biergeschwängerte Hildesheimer anquatscht. Heilbronn. Das haben wir dann, ja, stimmt, in Hildesheim. Wir müssen nach Hildesheim. Damit das nicht mehr so auffällt, jawohl. Hildesheimer meldet euch. Auf jeden Fall standen wir da in der Innenstadt rum und haben uns guerillamäßig fortbewegt. Das heißt, wir haben Leute angequatscht, die ein bisschen irritiert auf unseren Dugong reagiert haben. Wir hatten ein Schild dabei, auf dem stand und steht auch immer noch. Wir haben ein bisschen was ausprobiert. Uso, Pupse, falsche Eier. Schon damals sahen wir ähnlich aus wie ein Junggesellenabschied, was es anderen Leuten sehr einfach macht, uns anzusprechen. Ja, wir wurden andauernd damit verwechselt. Das ist irgendwie irritierend ja. gewesen. Aber auch sehr witzig, weil man da überhaupt keine Barriere dann hat, uns anzusprechen. Alkoholisierte Leute denken, oh, sind alkoholisierte Junggesellenabschiedsmenschen, kann man anquatschen. Und dann sprechen wir mit denen über aktuelle Forschung oder unsere Erfahrung im Bereich Meere und Ozeane. Da ist ja Julia besonders erfahren. Die taucht auch sehr viel. Deswegen habt ihr, bevor wir live waren, auch wundervolle Bilder gesehen von Julia unserer Warteschleife. Die sind selbst gemacht, also hausgemachte Arbeit. Ja, und so haben wir dann mit der Zeit festgestellt, wie man sich gut durch die Kneipenszene in fremden Orten rumlavieren kann und in Gespräche, extrem spannende Gespräche, und je später der Abend, desto spannender die Gespräche eigentlich, ja. Sich da mit der normalen Bevölkerung anfreundet und über Wissenschaft zum Thema Meere und Ozeane spricht. Und alles, was wir immer dabei haben, hat ja irgendwie auch damit zu tun, sodass wir dann für die ein oder andere Überraschung sorgen können. Ja, genau. Normalerweise in der Kneipe. Jetzt ist nichts überraschend. Jetzt wisst ihr, wo wir ja sind. Ihr seid ja selbstverfreilich hier zu uns gekommen, weil ihr wusstet, wo ihr uns findet jetzt online. Aber normalerweise sind wir in der normalen Kneipenszene unterwegs. Genau, das war 2017. Das war das Wissenschaftsjahr Ozean und Meere vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da haben wir ein bisschen Kohle für diese wilde Idee bekommen, dass wir halt durch die Gegend reisen konnten, dass wir eine Webseite basteln konnten und all so eine Scherze und auch ein bisschen Zeug besorgen für Experimente und so. Und ja, dann war das Wissenschaftsjahr leider vorbei und wir wollten irgendwie weitermachen, aber das hat eine Weile gedauert, bis wir Förderung kriegten, was? Oder hacke ich? Nee, Julia, ich glaube, du hast keinen Kopfhörer drin, kann das sein? Ich habe keinen Kopfhörer drin. Ja, es gibt halt so einen Nachhall auch. Der ist ganz spannend. Es gibt einen Nachhall? Ja, und ich glaube, der kommt von dir. Von dir. Naja, okay, aber man kann trotzdem noch alles verstehen. Also wir hatten die Förderung und dann hörte die Förderung auf. Und seitdem sind wir zu besonderen Anlässen immer vor die Tür gegangen und haben trotzdem weitergemacht mit Plötzlich Wissen. Ich habe mehrfach schon Kinderunis gemacht, auch im Ausland bis nach Salzburg. Ja, Österreich. Da, wo, ja, in Österreich. Und wir waren auf verschiedenen Festivitäten, Umweltfest in Potsdam. Ja, stimmt. Das war cool. Und haben uns mit anderen Wissenschaftlern unterhalten auf Barcamps und waren im Naturkundemuseum in Berlin. Wir waren dieses Jahr, bevor alles schwierig wurde, waren wir im Helmholtz-Institut in Gestach für deren, was war das, eine Neujahrsveranstaltung oder so? Die konnten noch feiern, das war im Februar. Ja. Das war ganz toll. Und ja, und wir haben immer versucht, als wir normal unterwegs waren, Dinge, die im Bereich der Forschung der Meere und Ozeane von anderen Leuten gemacht werden, darüber haben wir auch gerne berichtet und versucht, Informationen zu streuen, was bei Lehrern immer besonders gut angekommen ist, sodass nicht nur unsere eigenen Materialien, die ihr auf unserer Website findet, die sind alle Open Educational Resources, das heißt verwendbar in Schule und Universität und weiter benutzbar,
Aber wir haben damals dann auch und auch heute noch versuchen wir immer die Arbeit von Kollegen noch ein bisschen mit einzubeziehen und darüber zu sprechen. Ja, oh, heute ist erster Advent und ich hau das gleich raus, bevor ich es ganz am Ende vergesse. Der erste Advent bedeutet, es fängt bald der 1. Dezember an und damit die Adventszeit hat angefangen, aber Adventskalender gibt es tatsächlich zum Bereich Meere und Ozean auch von einer Kollegin, die auf Instagram zu finden ist. Soll ich da später nochmal drauf zurückkommen oder soll ich es einfach kurz mal so raushauen? Was meint ihr? Ja, poste es. Hau raus. Okay, dann packe ich das gleich in die Links. Es wird ab dem 1. Dezember jeden Tag ein Kitchen Oceanographie, wie sagt man es auf Englisch? Kann das mir jemand kurz helfen? Kitchen Oceanographie? Ich kann die Betonung gerade nicht. Also Küchenozeanografische Experimente vom 1. bis zum 24. Dezember findet man auf deren Instagram-Account und ich packe den gleich mal kurz in die Kommentare. Vielleicht ist ja jemand auf Instagram und findet das geil. Dann kann er sich da jeden Tag ein kleines Experiment für zu Hause abholen und das dann machen. Von Dr. Miriam Glessmer, die momentan in Kiel forscht und dann demnächst nach, ich glaube, es ist Norwegen oder so geht. Also noch weiter Richtung Norden zieht. Ja. Aber bestimmt wird sie uns allen noch weitere Informationen über ihre Arbeit geben. Die ist nämlich sehr aktiv auf Instagram. Ja. Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Ja, die Miriam Glessmer ist auch auf Twitter. Den Link poste ich auch mal. Und ich muss mal gerade hier Menschen, die aus dem Chat hauen. Ja. Wird hier schon rumgespammt. Oh ja. Hey, es geht ja gut los. Ja, aber mich gucken natürlich die Experimente von dir auch mal an, ne? Weil ja, unbedingt. Ja, was vielleicht für die Kneipe klauen. Ja. müssen wir auf jeden Fall anschauen. Ah, ja. Wir klauen nicht Credit, where credit is due, würde ich sagen. Wir gucken uns das ab. Ausprobieren. Ja. Wir gucken uns das ab. Was ich eben noch sagen wollte, wir haben jetzt dann auch, bevor es halt mit Corona losging, irgendwie haben wir daran gearbeitet, dass wir auch nochmal irgendwie ein bisschen Geld bekommen, weil durch die Gegend reisen ist halt, wäre halt schön, wenn wir das nicht aus eigener Tasche bezahlen müssten und Internetseite betreiben und unsere Zeit und so. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, dass uns jetzt auch für diese Stream-Geschichte die Robert-Bosch-Stiftung ein bisschen mit Geld unter die Arme greift. Und da arbeiten wir mit der Universität Hannover zusammen, mit der Biologiedidaktik, weil man da immer ja auch irgendwie einen universitären Partner braucht. Und deswegen fördert uns die Robert-Bosch-Stiftung nicht nur für Stream, sondern auch, wenn wir dann hoffentlich 2021 Impfungen drin haben und die Pandemie überstanden ist, hoffen wir auch, dass wir bald mal wieder durch Kneipen ziehen und dass wir uns dann auch im richtigen Leben begegnen können auf irgendeiner Plötzlich-Wissen-Tour. Das heißt also, es ist nicht nur für Streaming, sondern wir machen jetzt weiter. Erstmal online, oder ich glaube, wir werden das auch nicht einfach so lassen, weil das ist ja auch cool. Sowas können wir mal machen, wenn wir dann in irgendeiner Stadt vor Ort sind. Schmeißen wir mal gerade eine halbe Stunde Twitch an, erzählen, wo wir jetzt drauf losgehen, und wenn ihr das mitbekommt und vielleicht in der Stadt seid, dann könnt ihr uns vielleicht treffen. Mal gucken. Keine Ahnung, wie das läuft. Wir experimentieren hier wild in der Gegend herum. Ja, und da mal danke an Professor Dr. Kerstin Krämer. Die ist nämlich diejenige, die gesagt hat, ja cool, wir arbeiten zusammen. Und die ist an der Uni Hannover und leitet da die Biologiedidaktik. Und das macht es uns eben möglich, den universitären Kontext auch nicht verlassen zu müssen. Genau. Und mit der können wir natürlich bei Open Educational Resources auch ein bisschen weiterarbeiten, ja, und ein bisschen Wissenschaft betreiben. Ja. Das, ja, heißt also, wenn hier Lehrer oder Menschen, die im Bildungsbereich sich engagieren, sich hier herumtreiben, alles, was auf unserer Homepage ist, die ganzen Artikel und Experimente und so, die wir gemacht haben, sind unter einer freien Lizenz. Das heißt, man kann sie einfach so weiter benutzen. Auch die Bilder, die wir dazu gemacht haben. Also setzt das ein und auf jeder Tour sind wir ansprechbar und sammeln auch Fragen ein. Und jetzt, wenn wir hier im Stream sind, haben wir ja quasi einen direkten Draht zu euch. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut total gerne raus. Wir haben hier gesammelte Expertise. Julia ist marine Mikrobiologin. Inga macht Sachen für Bildung, mit Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich bin Biochemiker und Physiker. Und
alles, was Meere und Ozeane angeht, ich glaube, da können wir einiges beantworten. Aber ansonsten haben wir uns auch überlegt, wir sind hier auf Twitch und da wird ziemlich häufig gespielt und genau dasselbe wollen wir nämlich jetzt auch machen. Wir werden jetzt einsteigen in ein Computerspiel und da muss ich hier ganz kurz was umstellen. Mach du mal die Umstellung. Ich habe nämlich null Plan. Also es ist so eine geile Aktion gewesen von den Kollegen. Wir haben echt lange vorbereitet, wie können wir wieder auf Tour gehen und das gut finanziert bekommen und haben ganz wild unsere Gehirnwindungen verdreht und haben dann, die Finanzierung war greifbar und dann kam Corona. Und dann haben netterweise André und Jules, die beide Computerspiele affin sind im Gegensatz zu mir, gesagt, ja cool, dann machen wir doch was auf Twitch und dann machen wir was mit Meere, also mit Spielen, die irgendwie unter Wasser funktionieren. Dann können wir gleich mal gucken, wie realistisch die sind. Julia taucht ja sowieso viel und kennt sich da gut aus. André kann gut spielen, wobei intern wird gesagt, Jules kann gut spielen. Ich kann gar nicht spielen. und deswegen ist jetzt die Theorie und wir werden sie in die Praxis umsetzen. Wir daddeln uns durch Unterwasserspiele und wir gucken mal, was da so passiert und was man darüber erzählen kann. Während das einer von uns macht, ich hoffe, ich muss es nie machen, dann würde es ein großes Desaster geben. Es gäbe ein großes Desaster. Ich kann viel über viele Dinge reden. Ich schreibe auch Kinderbücher und mache so gerade Kartenspiele und da geht's auch ab und zu mal um gefährliche Tiere unter Wasser. Ich bin gespannt, ob ich ein dieswöchiges Tier, an dem ich schon gearbeitet habe, hier irgendwo entdecken werde. Und ich lehne mich zurück und lasse André spielen und das Tier hier neben mir, das ist übrigens ein Dugong, der würde sich in dem Ozean, in dem wir uns gleich begeben, wahrscheinlich auch ganz wohlfühlen. Badewannentemperatur ist seine Lieblingsatmosphäre. Mal gucken, ob da irgendwo ein Dugong rumschwimmt. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ich tauche gerade in irgendwelchen Ruinen. Aber Inga, du hast gesagt, du hast auch was über das Spiel vorher recherchiert. Kurz mal einen zu erzählen. Ja, ja. Ich mache in der Zwischenzeit, wechsle ich mal drauf und schmeiß schon mal an. André, willst du nicht mal irgendwie vielleicht erst mal kurz erklären, was das für ein Spiel ist? Und dann nee, das wollte ich machen. Technik, ich rede über das Spiel. Damit der arme Mann nicht alles gleichzeitig machen muss. Das Spiel, pass auf, es wird geil. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe nur recherchiert. Es heißt Depth Hunter 2 Deep Dive. Und ich habe, der witzigste Satz, der mir dazu aufgefallen ist, in einem Test von auf xtgamer.de. Da steht, Deep Dive ist in vielerlei Hinsicht ein Spiel über die mannigfaltigen Wege, mit dem Universum in Einklang zu sein. Während man einen Speer in die Seite eines Fisches aus 100 Metern Entfernung rammt. Ja, so kann man das zusammenfassen. Es gibt drei Lokalitäten, in denen, André, ramm doch mal einen Fisch, einen Speer in die Seite. Es geht darum, dass man als Speertaucher Fische fängt. Und man kriegt dafür virtuelle Münzen und ab und zu muss André wieder auftauchen, denn sonst stirbt er. Aber viele der Gamer, die das beschrieben haben, fanden, dass es nicht schlimm ist. Man hat da alle Zeit der Welt da unter Wasser, um irgendwelche Missionen erfolgreich zu absolvieren. Und es ist alles sehr langsam. Also man kann da angeblich sehr gut mit Bier oder Stone durch die Gegend tauchen und man vergisst die Realität um sich herum, während man kleine bunte Fische aufspießt. Ja, soweit das Gaming. Und es gibt hier so tolle Sachen für Spiel des Jahres Awards, reicht die grafische Darbietung nicht. Ebenso wenig bringt wie euren PC wie ein Cry-Engine-Spiel zum Schmelzen, aber die visuelle Präsentation erfüllt ihren Zweck und hält die Illusion aufrecht, ein friedfertiges Unterwasserreich zu erforschen. Zumindest gilt dies, bis ihr den Kopf aus dem Wasser ragen lässt. Denn darüber sieht es alles etwas kahl aus. Aber hier geht es ja schließlich um Tiefseejagen. Ja, wobei Tiefsee, apropos Tiefsee, das hat, glaube ich, der Rezensent. Genau. Wir gehen da leider nicht in die Tiefsee. Und was man auch nicht kann, ist sehr weit schwimmen. Also der Spieleerfinder, der das gemacht hat, der ist dann an irgendeine Grenze gekommen, natürlich virtuell, und an dieser Grenze kommt man dann nicht weiter. Also wenn man immer geradeaus schwimmt, dann ist man in so einer Art
Unterwasser-Aquarium-Box gefangen. Ja, es gibt irgendwie so eine unsichtbare Mauer irgendwo, genau. Genau. Wir sind hier jetzt gerade irgendwo in Ruinen und hier sind gerade Manta-Wochen, Julia? Ja, warte, ganz kurz, Inga, wir haben eine Frage. Was ist denn eine ideale Badewannentemperatur? Oh, ja, so um die 27 Grad. Findest du das gut? Ja, Badewannentemperatur, also die Dugongs, die sogenannten Seekühe, und ich kann mal kurz, das ist immer sehr beliebt, es ist eine Gabelschwanzseekuh und keine Rundschwanzseekuh, die es auch geben würde. Die mögen indischen Ozean und warmes Wasser, also küstenwarmes Wasser, also wie wenn jemand so auf so einen schönen Maledivenurlaub oder so geht, so warm hätte er es gerne. Ansonsten ist er nicht so ansprechbar, aber als Hamburger Dugong, als einziger Hamburger Dugong, geht's auch mal mit Nieselwetter. Ja, also so. Ja, 27 Grad wäre super. Ne? Als Mensch würde man, glaube ich, schon wärmer baden, ne? Also wenn man sich das ist, glaube ich, eher so 35. 33 vielleicht, ja. 33. Ein Thunfisch. Ein Thunfisch. Oh. André hat erfolgreich Thunfisch gejagt. Er sorgt für unser Abendessen. Ich esse doch gar keinen Fisch, André. Was machst du? Ich esse auch keinen Fisch. Lass die armen Fische. Ich esse auch keinen Fisch. Das sind wir schon zwei. Guck mal, du darfst nicht schießen. Ja, ich darf nicht schießen. Auf die größeren Dinger darf ich nicht schießen. Wenigstens die Mantas werden verschont. Es ist, naja. Also so, es ist... Was musst du jetzt hier eigentlich tun? Fische fangen, oder was? Ja, ich bin jetzt hier einfach mal reingegangen, um irgendwie einen schönen Hintergrund zu haben, bevor wir noch quatschen und da irgendwie uns vorstellen, was plötzlich Wissen ist und so. Aber hier habe ich schon, wir haben ja schon ein bisschen Test gespielt und so, und hier habe ich schon irgendwie, man muss so 2-3 Schätze suchen und so. Hier habe ich schon alle Missionen abgeschlossen, außer, dass ich wie ein blöder Fische jagen muss, hier. Aber ich kann mal das Level wechseln, also woanders hingehen, wo noch ein paar Aufgaben auf uns warten. Kurze Frage, aber wo sind wir denn da hier gerade, in Griechenland oder? Ja, das Level heißt einfach nur Ruinen. Das ist nicht näher spezifiziert, wo das denn ist. Aber ich kann mal rausgehen und hier auf den. Wollen Sie zum Boot zurück? Ja, ich will zum Boot zurück und von da kann ich dann. Ich habe 11. Stufe erreicht, nicht schlecht. So, ich kann mal gerade zum Hauptmenü gehen. Und mein Computer hat ordentlich zu schwitzen an diesem Spiel und es dauert auch alles irgendwie etwas länger. Aber da können wir dann gleich mehrere Sachen auswählen, wo wir denn hingehen können, um uns Zeug anzugucken. Und in dem einen Gebiet habe ich noch nicht alle Missionen abgeschlossen. Da geht es auch irgendwie darum, dass man Schätze findet und Münzen sammelt und sowas. Also das Spielprinzip ist jetzt nicht sehr aufregend, aber ich finde, also im Gegensatz zu dem, was im Review stand, ich finde die Grafik schon irgendwie echt cool. Also wir können hier, Thailand habe ich auch schon alles abgeschlossen, Südafrika, Bahamas haben wir noch nicht freigeschaltet. Südafrika schaltet hoffentlich irgendwann Bahamas frei und das hier ist irgendwie ein Schiffswrack, wo man hingehen kann. Aber Südafrika schaltet Bahamas frei, ist toll. Das ist ein Satz. Ja, dann geh ich mal da rein. Mhm. Bitte darum. Ja, André kennt sich in dem Spiel schon aus, wir aber nicht so. Mal gucken, was passiert. André hat schon. Oh, der schwarze Zackenbarsch ist ein großer Meeresfisch. Ah, ich habe übrigens gerade noch mal kurz gelesen, ne? Dugongs brauchen angeblich so mehr als 18 Grad als Wassertemperatur, um zu überleben. Die haben ja eine dicke Fettschicht, aber die mögen es eben warm. Ah. Und schwimmen. Sie brauchen und mehr als 18 sind Trans. Ja, sonst kühlen die aus. Das ist ja sehr schlimm. Und sie sind gejagt früher worden. Die schwimmen auch an der Shark Bay rund um Australien. Also da habe ich sie auch schon das gesehen. Ist in Australien. Du warst schon in der Shark Bay? Ja, und da habe ich die Dugongs gesehen. Oh. Und da sind auch ganz Ja, Dugongs haben sehr dicke Haut. Sind die Haie nicht so. Ob ich noch Fotos davon habe, aber tatsächlich, das ist so lange her, dass ich hatte damals noch keine Digitalkamera. Das ist noch.
Ich habe die Fotos noch auf Film. Ich muss mal gucken. Ich google Dugonghai. Mal gucken. Ja, ich muss jetzt hier irgendeine Schatzkiste suchen. Irgendwo wurde mir ein Gebiet markiert. Finde so viele Schätze wie möglich in 5 Minuten. Na, dann hau rein. Dann hau und ich mal rein. Atmen nicht vergessen, ne? Ja. Ich hab das im Blick. Oh, sagt also, er dir, dass der Schatz noch 25 Meter entfernt ist? Nee, sie haben das ungefähre Gebiet markiert. Ach so. So, das ist aber kein Schatz. Was sind denn das für Korallen da? Die sind alle so dunkel. Weiß ich nicht. Frau Schnetzer? Es ist immer so schnell. Ja, südafrikanische. Ja, wir haben jetzt leider auch keine Zeit, da kurz zu gucken. Wir haben keine Zeit. Also springt mir nicht direkt ins Auge, was das sein soll. Hier ist aber. Vielleicht Akropora. Oh, Gold. Ah, übrigens hier, ja, 27 Grad, Eiswasser. Also, wenn es heiß draußen ist, ist 27 Grad Meerestemperatur auch ziemlich warm, kann ich so aus Erfahrung sagen. Also. Ja, also ich als Nordsee, Kind der Nordsee, ich muss ständig bei 10 Grad weniger schwimmen gehen, wenn ich hier irgendwie ins Wasser will. Also ich wohne in Hamburg, aber da ist die Nordsee nicht fern und dieses Jahr musste der Dugong schon an der Nordsee arbeiten. Das fand er mittelprächtig. Also die Leute waren toll, aber die Wassertemperaturen ließen zu wünschen übrig. Oh. Ich war vor 2 Wochen auch an der Nordsee. An der Nordsee? Mhm. Wo? Das habe ich vergessen. Wo warst du? Habe ich vergessen. Da am Jadebusen irgendwo. Ah. Ein tolles Wort. Ja. André, du bist ja super erfolgreich. Und als hättest du diese ganzen Schätze. Ist das? Ich habe einen Krug gefunden. Das ist ein Schatz. Ein klassischer Unterwasserkrug. Zu welcher Spezies gehört der denn? Findet man ja ständig unter Wasser. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe im Chat, ich habe einen Helm gefunden, das ist auch ein Schatz. Im Chat. Wie kannst du so viel an dich nehmen? Ja. An der Nordsee ist nie Wasser. Ach, Hotti, das stimmt doch gar nicht. Du musst zur richtigen Zeit an der Nordsee sein, dann ist da manchmal Wasser. Man muss vorher gucken, wann Flut und wann Ebbe ist. Aber auch ja, da gibt es den berühmten. Ja, schwing. Nee, den berühmten. Als was? Du? Den Gezeitenkalender. Ich wollte das Wort Gezeitenkalender aussprechen. Ja. Das hilft. Nein, wir hatten Glück. Also wir kamen, war gerade das Wasser noch da und dann ist es gerade weggegangen. Also wir hatten beides, Watt und Wasser. Wir sind in Südafrika und finden eher so griechische Schätze. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, Griechenland war ja ein großes Reich, muss man mal sagen. Ja. Ich bin auch tatsächlich überrascht über die Unterwasserlandschaft. Hatte jetzt bei Südafrika eher mit dem Cape White gerechnet. Aber die haben natürlich auch Korallen, wenn man weiter nördlich geht. Da wird es wärmer. Das sagt einem dieses Spiel nicht, ne? An welcher Stelle in Südafrika man ist. Nee, das ist einfach nur... Das steht einfach nur da so... Da steht einfach nur Südafrika. Okay, wir weiß mal also nicht mal in welchem Ozean. Frage aus dem Chat. Gibt es in allen Breitengraden die gleichen Fische? Nein. Nee, in welchem Chat ist es denn jetzt? Im Twitch-Chat. Ah, okay. Wie viele Chats hast du offen? Ich bin so langweilig. Im Familienchat. Ja, im Familienchat wird gerade gesagt. Entschuldigt, Leute, ich muss kochen. Nein, es gibt nicht an allen Breitengraden die gleichen Fische, weil es einfach auch damit zu tun hat, wie die örtlichen Gegebenheiten sind, was es für Fische gibt. Also ne, eben was die Wassertemperatur, was der Salzgehalt, wie ist die Küste aufgebaut. Das sind halt alles eben, haben alles Einflüsse darauf, was man für Fische hat. Man hat aber eventuell schon in sehr ähnlichen Ökosystemen die ähnlichen Fische, wenn halt eben Fische wandern können. Also man sieht jetzt zum Beispiel auch, dass man die Feuerfische, die eigentlich im Roten Meer sind, dass die es halt eben auch geschafft haben, jetzt mittlerweile bis in die Karibik zu kommen oder teilweise eben auch ins Mittelmeer. Und da haben die halt eigentlich nichts verloren. Das sind invasive Arten.
Und deswegen werden die da gezielt gejagt, weil die dort eben einfach das Ökosystem stören. Weil Feuerfische, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind... Wir sehen sie eventuell in diesem Spiel noch. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, genau, die haben so Stacheln. Das sind ganz, ganz schöne Fische und sind super giftig und super verfressen. Und genau, die kommen dann eben in die Karibik, haben dort aber keine Fressfeinde, weil die eben so giftig sind und fressen aber den anderen alles weg. Und das ist ein Problem. Und deswegen werden die eben gejagt. Und dann gibt es zum Beispiel auch so Aktionen, dass Leute eben extra Rezepte, extra irgendwie Kochsachen machen, damit die einheimischen Leute diese Fische essen und eben die schmackhaft finden und extra jagen, damit eben diese invasiven Arten unter Kontrolle gebracht werden. So ähnlich. Ich habe eine Frage. Ja, ich suche das gerade. Ich habe nämlich letzte Woche gerade über Barracudas gelesen. Und Barracudas gibt es jetzt auch an der südenglischen Küste. Die waren da früher auch nicht. Und in dem Paper, das ich gelesen habe, da haben die sogar so eine grobe Schätzung geschrieben, wie weit, long-term increases in prevalence of North Sea, also wie weit in die Nordsee südlich lebende Fische eindringen. Kann ich gleich mal gucken. Okay, redet ruhig weiter. Ich habe gerade diese verlorenen Schätze, ich habe 12 Stück gefunden. Jetzt muss ich Aufgabe ohne Fehlschüsse. Ich denke, ich muss jetzt ganz viele Fische. Es sind Missionen, die sich immer wiederholen. Fange 5 Fische ohne Fehlschlag. Ich probiere das mal. Du, André, das kannst du. Ja, das kriege ich. Da ist dir sogar eine Fischform vorgegeben, die du... Oh, da. Posti 76, habe ich deine Frage damit beantwortet? Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst mit auf dem Breitengrad, meinte ich. Jawohl. Kannst du ja mal kurz schreiben, ob du zufrieden bist mit der Antwort. So. Das ist ein Zackenbarsch. Zackenbarsch. Mhm. Ja, und Julia, du warst doch vor nicht allzu langer Zeit in Südafrika tatsächlich, oder? Ja, ich war dieses Jahr, gerade noch vor Corona, Januar, Februar, war ich in Südafrika, ja. Da sah es aber ganz anders aus. Und zwar, ich war in Kapstadt unten. Und da ist eben Cape Wild, weil da hat man kaltes Wasser. Da hast du halt das kalte Wasser vom Atlantik, trifft da auf das warme Wasser vom Indischen Ozean in so Strömungen. Deswegen hast du manchmal an manchen Tagen auch ein bisschen warmes Wasser, was angenehm ist. Aber in der Regel ist es eher kalt. Genau, und da hat man Cape-Wälder. Und genau, da schaut es eben ganz anders aus als das, was wir jetzt hier sehen mit diesen Korallenriffen und auch ganz andere Fische. Genau, und ich habe da gearbeitet an einem kleinen Hai-Forschungsinstitut. Und wir haben da Haie gefangen und markiert und vermessen und so. Und das war ziemlich cool. Das war wirklich voll schön. Du warst für die Forschung bist du dort getaucht, quasi. Genau, für die Forschung, genau. Wir sind also getaucht. Getaucht bin ich quasi nur spaßmäßig. Also wir waren, wenn dann, schnorcheln. Und fischen. Aber nicht so wie du jetzt hier mit Tapia. Nee, sondern einfach mit einer Angel oder mit einer Schnur, mit einem Haken dran. Und wir während haben auch ihr Fisch, geschnorchelt also habt? Nee, auf dem Boot oder an Land. Und haben halt so Haie gefangen, haben die vermessen und haben die dann wieder zurückgetan. Also wir haben dann extra so ganz kleine Haken, die nicht so krass verletzen. Okay. Und beim Schnorcheln haben wir die mit der Hand gefangen. Also dann haben wir quasi auch so Köderpacks mitgenommen, ne? Also so Plastikboxen mit Löchern drin und dann macht man schön so Sardinen und so, die werden alle richtig schön zermanscht und das kommt dann da rein und dann nimmt man das mit und setzt das unter Wasser einfach wohin und dann können das eben die Haie riechen und dann kommen die so angeschwommen und dann taucht man schnell runter und greift sich einen Hai und packt ihn dann in ein Netz und genau, und dann sammelt man sich ein paar und dann schwimmt man wieder zurück. Und das klingt jetzt total einfach, aber ist gar nicht so einfach. Jetzt muss ich einen Barracuda finden. Waren das bestimmte Hai... Ja, such mal Barracuda. Oh, da ist der Barracuda. Apropos, in dem Paper, was ich eben versucht habe zu zitieren, da steht, pro Dekade wandern die eher in den südlichen Regionen lebenden Fische etwa 60 Kilometer Richtung Norden in die Nordsee ein. Unter anderem der Barracuda, den du jetzt versuchst zu finden, der in 44 Metern auftaucht. Ja.
Und wo, also wo, die waren, wo leben ja, die eigentlich? Eher so Korallenriff oder wie? Ich kann dieses Gebiet nicht verlassen. Warte mal, ich habe den Barracuda für das Buchprojekt, was ich gerade mache, wieder verworfen und habe mich deswegen nicht mehr näher mit ihm beschäftigt. Aber Barracudas sind diese Tiere, die in Schwärmen auftauchen und die bei Tauchern wohl teilweise auch ziemlich unbeliebt sind, weil die so angriffslustig sind, allerdings angeblich. Ne? Ich, Julia, danke, dass du da eingreifst, aber die beißen nur einmal kurz zu. Hab ich gelesen. Scheiße, schmeckt nicht weg. Okay. Doch nicht. Dann, also bei, erzähl mir über Barracuda. Ja, also Barracudas, man hat die auch, falls ihr noch am Anfang kurz dieses Pausenvideo von uns gesehen habt, da war auch ein Barracuda-Schwarm zu sehen. Tatsächlich sieht man die meistens beim Tauchen eher einzeln, also meist oder vielleicht zu zweit oder zu dritt. Also ich kann das auch nochmal anmachen, wenn du möchtest. Das Video. Was möchtest du? Ja. Was meinst du? Also dieser Barracuda-Schwarm, den wir da gesehen haben, der war sehr besonders. Also weil man wo man dich auch sieht, Julia? Da sieht, genau, wo man mich auch sieht, genau. Dann wechsle ich da mal hin. So. So, da mein Mann gerade Frau Höhne schreibt, ich habe einen Drehwurm bekommen beim Zuschauen. Ja, genau. Genau, der Schwarm. Ja, der kommt jetzt gleich. Ja, in Südafrika, auf jeden Fall. Pinguine waren auch ganz viele da. Die sind sehr niedlich und sie stinken unglaublich. Und sie heißen dort die, also wenn du bei der Kolonie bist, das stinkt echt mega. Und die heißen Jackass-Pinguine. Weil Jackass, auch wenn es auf Englisch eine Beleidigung ist, ist es eigentlich auch ein Name für Esel. Und zwar heißen die so, weil die eben schreien wie so Esel. Also es ist wirklich so irgendwie so, keine Ahnung, ich kann es nicht nachbauen. Keine Ahnung, aber sie sind lustig. Ja, ich kann leider nicht vorspulen. Jetzt Frau Hütten, wie ging es dir so mittendrin? Hä? Ja, aber genau, ich wollte gerade sagen, wegen dem Barracuda beißen. Also ich habe... ich habe noch von nie jemanden gehört. Also ich habe mal gehört, man soll so, dass die auf Glitzersachen gehen. Also wenn man irgendwie Schmuck anhat, dass das gefährlich ist. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der irgendwie vom Barracuda angegriffen wurde oder gebissen wurde. Aber als ich dieses Video gedreht habe bei diesem Barracuda-Schwarm, war ein dicker Drückerfisch unterwegs, also ein Riesendrückerfisch. Und der war irgendwie, hat wahrscheinlich gebrütet und war aggro. Und der hing uns die ganze Zeit am Arsch und hat versucht, uns zu beißen. Und wir waren die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen Drückerfisch loszuwerden. Ich glaube, davon habe ich eigentlich auch ein Video, André, aber das habe ich nicht, das habe ich dir nicht geschickt. Ah, okay. Aber ja, ich wurde öfter schon von Drückerfischen angegriffen und gebissen wurde ich nur mal von, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, von Karma-Fischen. Da war ich schwimmen und die haben echt, da kam ich wütend aus dem Wasser, weil die mich gebissen haben. Ja, das sind witzige Fische, die bauen sich kleine Garten. Also die sammeln sich Algen und setzen die sich quasi auf den Stein und dann bauen sie sich da ihren Garten und den beschützen sie halt sehr rigoros. Und wenn man da rüber schwimmt, dann beißen sie einen auch mal. Okay, wie war das eigentlich in diesem riesigen Barracuda-Schwarm? Weil so im Video sieht das echt krass aus, weil ihr werdet ja quasi von denen eingekreist, oder? Ja, genau. Wir haben einen Link geschickt bekommen von Drückerfischen. Von Frau Hülten. Dankeschön. Der Picasso-Drückerfisch ist sehr hübsch. Den man direkt ist auch, wenn man genau, diese Agro-Drückerfische, das sind normalerweise die Giant-Triggerfisch. Ich weiß nicht, ob die auf Deutsch auch Riesendrückerfisch heißen oder so. Vielleicht mal gucken. Genau, und die können, wenn die brüten, können die. Ja, es gibt einen Riesendrückerfisch, ja. Ja, genau. Ja, die anderen sind schön und die anderen machen noch nichts. Das ist immer nur der eine. Ja, den Barracuda-Schwamm, also die Barracudas waren alle ganz nett und harmlos und haben gar nichts gemacht. Die sind da einfach nur im Kreis rumgeschwommen. Fragt mich nicht, warum die das machen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Genau, und da kann man einfach rein und warum rein. Die das hier? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade 3 Gelbschwanzschnapper gefangen. Toll. Bald ist der Ozean leer, der virtuelle. André. Ja, herzlichen Dank. Danke, so, danke, danke. Du sollst einen Gelbflossentun erschießen. Du hast nur einen Schuss für einen Gelbflossentun. Das ist nicht okay. Ja, also
Die Missionen sind jetzt, sagen wir mal, durchaus repetitiv. Fange dieses, hast einen Schuss. Und dann kommt, wenn du den Schuss verballert, du hast noch einen. Oder so. Achso, da hinten. Ja, ich hab gelesen noch über dieses Spiel. Also es gibt ja drei Orte, an denen man tauchen kann. Also drei Szenerien. Also wir hoffen ja, dass wir durch Südafrika an die Bahamas kommen, weil das ja geografisch ganz um die Ecke ist. dass da tatsächlich jemand, der sehr viel spielt, durch so ein Spiel, wenn er extremer Gamer ist, dann auch in vier Stunden das komplette Ding durchgedaddelt hat. So. Und dann gibt's aber eine Challenge und das heißt, man muss 24 Stunden schwimmen. Und dann hat man aber leider die restlichen 20 Stunden nichts mehr zu tun, wenn man da noch die Punkte für bekommen möchte. Weil, was ich auch bei der Recherche gelernt habe, ist ja, dass man bei Computerspielen anscheinend irgendwie so eine Art intern gegen andere spielt und die Punkte vergleicht und den die Punkte für 24 Stunden. Danke, ja, das war das Wort, Achievements. Und dass man dann Achievement-Punkte quasi nur kriegt, wenn man 24 Stunden schwimmt. Toll gemacht, André, ganz toll. Ach. Nicht so toll, dass es ein Thunfisch war. Ja. Kann man zu Thunfischen apropos irgendwie was sagen? Weil ich höre ja auch immer, ne, also Thunfische sind ja nicht mehr so zahlreich vorhanden wie früher. Aus Beliebtheitsgründen im Speisefischbereich. Ja, und man kann Thunfische auch nicht wirklich züchten, weil es sind Raubfische, die sehr schnell schwimmen. Das ist, was ich im Hinterkopf habe, was Julia mal erzählt hat. Ja. Richtig zusammengefasst, ja. Danke. Ja. Nein, sehr, sehr schnell und die brauchen halt einfach quasi viel Auslauf, was so ein bisschen wie Huskies. Na genau, die schwimmen sehr schnell, die brauchen viel Auslauf. Also wenn... Da gibt es manchmal dann so Konzepte, dass du so Aquarien hast. Also es gibt es auch manchmal im Aquarien, um so Schwärme, dass die quasi immer schwimmen können. Aber das scheint halt nicht so gut zu funktionieren. Und ja, Thunfische sind auf jeden Fall, läuft nicht so bei denen, würde ich mal sagen. Also sind auf jeden Fall, werden halt stark überfischt. Weil sie halt sehr beliebt sind und sehr teuer. Und ich glaube, ich weiß nicht, so in Japan, ne, irgendwie so fetter Thunfisch, das kann halt echt, ich glaube, das kann locker mal ohne über 1 Million oder so. Echt? Wie groß sind denn Thunfische? Also ich meine, ich habe jetzt hier eben schon Thunfische unter Wasser gesehen, aber Die schienen ja jetzt nicht so groß zu sein, aber wenn der 1 Million kostet, muss da ja richtig Fleisch dran sein, oder? Weil ich meine, so eine Dose Thunfisch ist ja jetzt nicht teuer, oder? Wikipedia sagt, die erreichen Körperlängen bis 4,50 Meter. Ja, genau. Ob Wikipedia recht hat, weiß ich nicht. Aber ja, nee, die können richtig, richtig groß werden. Auf jeden Fall. Also ich glaube, man findet halt eben, dass es genau diese großen Exemplare, wenn die mal gefangen werden, dann wird halt eben, werden die richtig teuer, weil die einfach mittlerweile so selten sind. Sowas kriegst du halt kaum noch an die Angel. Und meistens das, was die jetzt fangen, sind dann eher eben kleine Exemplare. Ja, ich habe bei BBC gerade mal gefunden, dass ein Tycoon hat den teuersten Thunfisch mit 3,1 Millionen Dollar bezahlt. Der war 278 Kilogramm schwer, der Thunfisch. Das war ein Blaufisch-Thunfisch. Und ist eine Überraschung, bedrohte Art. Das war letztes Jahr. Ja, das ist irgendwie Drama. Ich kann das mal teilen, dass es auf der BBC gibt. Ich glaube, es gibt ein Video dazu, das ich jetzt nicht angucken werde, aber wer später will, kann sich das hier angucken. Ja, genau. Es gibt verschiedene Thunfischarten und die sind auch verschieden gefährdet und genau und dementsprechend kosten die auch unterschiedlich und eventuell schmecken die auch unterschiedlich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich esse keinen Fisch. Ich habe zwar schon Thunfisch gegessen und er ist tatsächlich, also frisch sehr lecker, aber ich weiß nicht, ob die Arten groß unterschiedlich schmecken, aber könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, und so ein, das, was man standardmäßig, also ich esse auch keinen Thunfisch, also ich habe auch schon mal Thunfisch probiert, aber ich bin kein großer Fan von Fisch aus einem etwas banaleren Grund als bei dir, glaube ich, weil ich hatte mal mit 6 Jahren eine Fischvergiftung. Und seitdem mag ich irgendwie, also wenn es nichts anderes gibt, dann würde ich das auch essen, aber es erinnert einen. Also ich verbinde da so schlechte Erinnerungen mit. Trauma.
Ja, könnte man sagen. Aber, also, was ist denn der normale Dosenthunfisch, hätte ich jetzt gefragt. Oder weißt du das auch nicht? Nee, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Und ich vermute auch so ein bisschen, weil du, wie du auch sagst, der ist ja nicht so teuer und so, dass das auch auf jeden Fall eher so Restmaterial ist, würde ich so ein bisschen sagen. Aber ich weiß es nicht. Das ist gerade einfach. Ich google das mal kurz. Das was ist drin? Öl. Öl ist. So, ich muss jetzt irgendwie also hier Moränen fotografieren, übrigens. In? Moräne, das sind auch fiese Fische, oder? Oder geht? Weil ich habe da immer so ein Bild von furchterregendes Gebiss vor Augen. Und ja, ich glaube, ihre Optik schadet ihrem Ruf. Also, okay. Sie schauen fies aus, aber du brauchst jetzt keine Angst vor denen haben. Also ich würde nicht den Finger ins Maul stecken, aber ja, okay. Das ist, glaube ich, generell ein guter Tipp, wilden Tieren nicht irgendwie die Hand ins Maul zu stecken. Ja. So prinzipiell kann man sich. Also in den Dosen, ich habe kurz mal recherchiert, bei Greenpeace steht einiges zu den Dosen. Die haben nämlich mal geguckt, was in den Dosen drin ist, also in Thunfischdosen außer dem Öl. und da findet man bei zwei verschiedenen Marken, so echten Bonito und kleinen Thun und bei Edeka Stemmerküche nördlicher Blauflossentun. Blauflossentun, haben wir gelernt, ist eine gefährdete Art, oder? Die ist kaum erforscht, daher ist nichts über die Größe der Bestände bekannt und die Befischung ist von der Art nicht geregelt, steht hier. Und dann kann man bei Lidl ist Großaugentun und echter Bonito. Gelbflossen und Großaugen. In Spanien gibt es sogar Gelbflossen und Großaugen-Thunfisch. Also, und die werden mit so Ringnetzen gefangen. Deswegen geht da alles Mögliche ins Netz, wenn man Thunfisch fischt. Also auch Haie, die eine sehr, sehr lange Zeit brauchen, um überhaupt Nachkommen zu bekommen. Und das ist also sehr sinnvoll, das nicht zu essen. Weil man scheitere damit gerade daran, einen Barracuda zu finden hier irgendwie. Aber du sollst ja auch jetzt eine Moräne finden. Ja, genau. Entschuldigung. Eine Moräne in irgendeiner Form zu finden und zu fotografieren. Ja, die sitzt in der Höhle. Horsti 67, man weiß, was man finden muss, wie der ausschaut. Man sieht hier oben rechts so eine Moräne, wo drunter 0 von 3 steht. Da sind unsere, genau, da sind unsere, da sind unsere man, Kamerabilder drüber. Das kann man nicht sehen. Ja, genau, Stream. Kann man nicht sehen. Also das, was man suchen muss, da sind leider unsere Kamerabilder drüber. Ich kann mal gerade, Moment, ich kann das mal gerade kurz, ich halte mal kurz das Ding an und zeige das mal gerade. Wenn ich... Nee, wenn ich mich ausmache, da kann man es sehen. Da wird mir dann angezeigt, was ich suchen muss. Aber die sind sehr, sehr schön gemustert und so richtig finde ich hier nichts. Und ich tauche immer um diesen einen Punkt hier drumrum. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt... Ja, genau. Also da, es wird einem im Spiel angezeigt und ich muss 3 Moränen in irgendeiner Form fotografieren. Aber ich habe hier in den Höhlen irgendwie noch keine gefunden. Ich tauche mal ein bisschen auf eine andere Seite. Hoffe, dass ich da irgendwo was finde. Julia, hast du schon öfter Moränen getroffen? Ja, die sieht man ziemlich oft und ich war auch mal... ja, das sagst du so. Ja. Ich weiß halt nicht, ob die da frei rumschwimmen oder ob du irgendwie nach Löchern gucken musst. Ich war mal Roten Meer, Ägypten tauchen und da gibt es die Riesenmoränen. Die werden, glaube ich, auch so an die 3 Meter lang. Also sind wirklich und sind echt solche von so einem Körper. Und die hatten da gerade Paarungszeit und deswegen sind die aus ihren Löchern gekommen, sind rumgeschwommen. Und davon hat man dann ziemlich viele gesehen und das war ganz schön cool, weil die eben wirklich echt richtig massive Viecher sind, die da rumgeschwommen sind. Das war schon ganz geil. Die sehen auch relativ unsympathisch aus, so vom Gesicht her, ne? Also so spitze, kleine Zähne, so ein bisschen wie so ein giftiger Senior mit ohne Gebiss mit einzelnen Restzähnen.
Ja, schon so. Nicht unbedingt so. Sind nicht die hübschesten, ne? In unserem Schönheitsidealen. Ja. Naja, für Fische ist es vielleicht sehr attraktiv. muss man sich ja fischmäßig auch vorstellen. Genau. Ja. Tja, Andreas, ist ein überfischtes Gebiet, in dem du da rumtauchst, würde ich ja, sagen. Anscheinend. Also was die Muren betrifft. Sind Muren Speisefische? Nee, ne? Puh. Ich gehe mal zurück zum Boot. Ich wollte mal ganz kurz, ich habe kurz bei Wikipedia nochmal mit dem Thunfisch geguckt, also mit den verschiedenen Thunfischarten, also die da aufgelistet sind. Das ist zum Beispiel der weiße Thunfisch, der ist potenziell gefährdet, südlicher Blauflossenthunfisch, vom Aussterben bedroht, nordpazifischer Blauflossenthunfisch, gefährdet, roter Thun oder auch großer Thun genannt, stark gefährdet, Gelbflossenthunfisch, potenziell gefährdet, Schwarzflossenthunfisch, ist der einzige, der nicht gefährdet ist. Großaugenthunfisch gefährdet und der Langschwanzthunfisch, über den man nichts weiß, weil ich nicht genug Daten da ist. Also würde ich mal zusammengefasst, kann man sagen, dass eigentlich alle Thunfische gefährdet sind. Hm. Okay. Und bei Muränen gibt es auch unterschiedliche. Es gibt auch welche, die giftig sind. Hm. Ja? Und die, ist das eine Frage? Ja, oder? Gibt es giftige Muränen? Das weiß ich gar nicht. Ja, steht im... Okay, es steht alles im Internet. Alles. Ich müsste jetzt nachgucken, welche Muränenarten, aber genau, es gibt wohl welche mit Giftdrüsen, die hinter den Hakenzähnen sitzen. Und die wurden wohl früher im alten Rom gemästet. Also es ist quasi die Alternative zur Weihnachtsgans gewesen. Als besonderer Braten oder was? Delikatesse, ja, als Delikatesse. Okay. Ja. Wenn ich einen und man finde, dann sind die anderen Muränen auf der anderen Seite des Riffes, hat mir das Spiel gerade gesagt. Ach so. Ach, du bist also immer da, wo du nicht bist. Nee, das ist keine Muräne. Auf jeden Fall die Mittelmeermuräne, die die Römer als Weihnachtsgans gemästet haben, als Alternative zur Weihnachtsgans, die muss man heiß zubereiten, steht da auch noch, weil die Giftstoffe sonst, genau. Ja. Aber die Muränen, die André sucht, die, man weiß nicht, was passiert. Das Spiel endet beim Fang. Ja, beziehungsweise tragisch, diesmal, ne? Muss ich ein Foto schießen. Ach, ein Foto. Ja. Die müssen gar keine Angst haben, die Tiere. Ja, eigentlich nicht. Die könnten Influencer werden. Ja, jetzt. Genau. Ich bringe euch Fame. Liebe Muränen, kommt raus. Ich will nur ein Foto. Ja. Und du kannst sie nicht mal mit Futter locken, weil das Spiel das gar nicht hergibt. Nee. Ja, ich habe jetzt ansonsten Rezept Muräne gegoogelt und da kommt auf jeden Fall was, also zum Beispiel frittierte Muräne. Ja, das ist auf jeden Fall heiß zubereitet, sag ich mal. Oh. Ja, also es scheint so, dass man das schon ab und zu isst. Also ich habe es noch nie, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie gesehen habe, dass man es irgendwo essen konnte, aber... Ich habe da gerade eine Suppenschildkröte entdeckt, die früher ja auch ziemlich... Nee, weiter rechts. Achso, musst du da... Aber da war eine, es war eine Schildkröte in the Hood. Ja, da hinten. Da hinten. Nee, das ist ein Manta. Das ist okay. Nee, Rot. Das ist das Hood und Manta. Da hinten. Tada! Da ist eine Schildkröte. Dazu. Oh, die ist sehr, sehr süß. Ich habe auch mal eine gesehen am Great Barrier Reef. Da bin ich schnorcheln gegangen und bin ins Wasser getaucht und unter mir jagte eine verstörte Meeresschildkröte ihres Weges und dachte sich bestimmt auch, ach du Scheiße, schon wieder die Taucher. Die sind sehr, sehr schön. Gibt verschiedenste Schildkrötenarten. Ich glaube 7 Meeresschildkrötenarten. Ja, ich habe auch 7 im Sinne. Kopf. Ich habe auch 7 im Kopf. Sehr gut. Müssen wir das jetzt aufzählen? Nein. Nein, aber es gibt eine
Es gab, wie heißt das noch? Da habe ich letztens, als ich in Köln war, da war ich beim MINT-Festival eingeladen. Und da war gerade genau, die heißt die Tour de Turtles. Das ist so eine Bildungsinitiative in Florida. Und die haben in Florida die an den Stränden die Meeresschildkröten, die dort ihre Eier legen. Und aus und da gibt es einen Verein oder so, der kümmert sich um deren Schutz. Und wenn die Schildkröten dann an Land kommen und ihre Eier gelegt haben, dann werden die mit einem Sender versehen. Also nicht alle, aber einige. Und dann wird in einem bestimmten Zeitraum werden die nachverfolgt. Und das kann man dann auf Google Maps nachverfolgen. Und dann können Kinder nachvollziehen, was für Schildkrötenarten es gibt und wo diese Schildkröte, die sie vielleicht zu ihrer Wappenschildkröte für die nächsten 3 Monate machen, wo die gerade rumdüst im Meer. Und ja, das ist so ein Teil eines Bildungsprogramms. Und ich glaube, die müsste jetzt auch gekrönt worden sein. Da muss ich mal nachgucken bei der Tour de Turtles. Ich habe mich gar nicht mehr drum gekümmert, Tour de Turtles. Da war Freckles war nämlich ganz weit vorne. Freckles war, glaube ich, eine Lederschildkröte. Die haben sie Freckles genannt. Sie haben die Freckles genannt. Ja, also jede Schildkröte, die daran teilnimmt. Freckles hat gewonnen. Ja, ich war auch total für Freckles. Freckles war die Lederschildkrötengewinnerin und das sind natürlich alles weibliche Schildkröten, weil ja nur die weiblichen Schildkröten an Land kommen, um ihre Eier zu legen. Und Mandy hat bei den Hardshell gewonnen. Ne? Also Lederschildkröten haben ja keinen harten Panzer, sondern so eine ledrige Haut, die ihnen ermöglicht, auch in ganz, ganz tiefes Meer noch zu tauchen und nach ihrem Futter zu suchen. Und dann werden die jetzt von dem Unterwasserdruck so ein bisschen zusammengedrückt, aber die gehen nicht kaputt. Das wäre das Problem bei den Schildkröten, die so eine harte Schale haben. Hm. Ja, also Mandy hat bei den anderen gewonnen. Ich finde die... Ich kann das auch mal verlinken. Findest du die Muränen einfach nicht? Ich finde die Muränen einfach nicht. Also das ist echt... Das ist echt ein bisschen nervig. Müssen wir gleich mal vielleicht googeln. Ein bisschen cheaten. Ja, genau. Übrigens gleich mal, wir haben so gesagt, nach einer Stunde machen wir mal eine kurze Pause für den Ausstoß von Flüssigkeiten. Und wir haben jetzt gerade 17:57, sehe ich auf meiner Uhr. Ja, André, aber warte mal noch ganz kurz. Na klar. Horsti hat noch mal was geschrieben. Zum einen meint er, dass auch er sich erinnern kann, dass sein Opa auch Moränen gefangen hat. Da wäre jetzt meine Gegenfrage, wenn er das gemacht hat, ob er es dann auch mal gegessen hat und probiert hat und wie das schmeckt. Und dann fragt er uns, ob wir gepostet haben, dass die Schildkröten bei dem Film Nemo, bei dem Pixar-Film, wahrscheinlich Hai waren. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir sowas gepostet haben, aber ich verstehe, was er meint. ja, okay. Oder ich weiß nicht, einer von euch sowas gepostet? Vielleicht nee. Nein, ich habe nie gepostet, dass eine Schildkröte Hai war. Nein, ich wüsste auch nicht, wovon die Schildkröte Hai sein sollte. Ich weiß von den Hai werdenden Delfinen, die sich Pufferfisch rumreichen, also Kugelfische, aber von Schildkröten habe ich noch nicht gehört. Kann schon sein, dass ich das mal gepostet habe, so aus Spaß oder so. Also ich meine, die ist auf jeden Fall bei Findet Nemo, das ist ja quasi die Schildkröte, die mitnimmt, das ist ja so Australier-Dude-Typ und so, mit so kleinen Augen, die sind auf jeden Fall Hai. Keine Kiffer-Surfer-Australier. Aber ich glaube, im echten Leben sind Schildkröten nicht Hai. Ey, das sind nur Delfine. Ja. Ja, nee, also zumindest ich hab diesbezüglich auch nichts gepostet, dass die wahrscheinlich Hai waren. Kann schon sein, dass ich mal so... Aber gute Beobachtung, Horsti, du hast das findet Nemo wahrscheinlich auf der Metaebene erfasst. Ich war da nicht so, ich habe das nicht nochmal geguckt und seitdem, das gab doch auch Findet Nemo 2 oder so, ne? Ja, der ist nicht so gut. Der ist nicht so gut wie der erste. Findet Nemo 2 ist doch Findet Dory, oder? Ja, genau. Ja, alles klar. Ah, Horsti hat gelesen, dass sie bei der Tour um Australien irgendwas zu sich nehmen, was Hai macht. Ah, okay, davon habe ich noch nie was gehört. Sehr interessanter Punkt, werden wir recherchieren. Ja, Haie, Haie, Schildkröten, Hai, Hai. Ich schreibe es mir gleich mal auf. Eine brillante Idee.
Ja, okay, aber dann würde ich jetzt sagen, wir machen mal kurz eine kleine ein kleines Päuschen. Würde ich vorschlagen. Und danach? Danach geht's weiter. Vielleicht, ich google zwischendrin mal, ob man, wo man diese wo die Moränen seltsamen sind. Moränen findet. Damit das hier nicht in Frust für mich ausartet. Und genau. Oh, André, ich kann hier ja. Was ja, ein Dugong-Orakel anbieten. Ein Dugong-Orakel, in welche Richtung du schwimmen musst, nach der Pause. Alles klar, das machen wir nach der Pause. Ich sage jetzt, wir sind sofort wieder da und in der Zwischenzeit gibt es die Tauchvideos, die Julia eigenhändig aufgezeichnet hat. Bis gleich. Thank you.